Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Hood Rivals hier bei NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, gestern 4-1 Sieg. Am Montag ein 1-0 Sieg. Schauen wir mal, dass wir hier 3 aus 3 machen können. Und dann würde ich nämlich sagen, haben wir hier schon eine ganz gute Mietrechnung. 1500 Punkte, 3000 Punkte brauchen wir ungefähr. Jetzt nochmal, sagen wir mal 700 Punkte. Bringt uns da in ganz gute Fahrgewässer für die letzten zwei Spiele. Bubione. Czech Hunters. 95. Oh, Jakub Vrana 90. Ach du grüne Lange. Ah, wieder tschechischer Gegner. Let's go. Tschechische Gegner sind immer ein bisschen ätzend zu spielen. Viele sind sehr, sehr gut. Viele wissen, was sie tun. Vorhin haben wir zum Beispiel einen, der anscheinend nicht wusste, was er tut, hat aber nicht danach ausgesehen, als würde er nicht wissen, was er da macht. Auf dem Eis, um Himmels Willen. Okay. Da löst aber auch... Ich würde gerade sagen, da hat jetzt aber auch Ding... Die ganze Auf... Die Reihung aufgelöst. Ich weiß gar nicht, wer das war. Oh! Alter! Glitch-Tore, wirklich? Ja. Aber gut. Wir machen auch die immer reingehen, also schon okay. Aber jetzt natürlich, wenn mehr oder weniger der erste Torschuss gleich so einer ist. Wir bleiben wieder an dem Fuß hängen, natürlich. Also was ich sagen muss, ich finde unsere Mannen unfassbar... Oh, Tytron. Der bleibt die Scheibe aber halt auch wieder mitten auf dem Eis gefühlt liegen, ne? Muss man jetzt auch einfach mal dazu sagen. Ist auch nicht gerade das Goldene. Ach komm, was ist denn mit Turcott los? Haben sie den genervt oder so? Also ich habe schon von einigen gehört, dass die Grafik anscheinend auf der PS4 schwächer geworden ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler genervt haben. Oh, Linden. Macht der den schön. Zieht er den einfach ins lange Eck rein. 1-1. Siegers wird der aufs kurze Eck... genommen und Linden aus dem Stand gegen Carey Price in Winkel. Halleluja! Also wie gesagt, wenn wir verlieren, ist es wichtig, dass wir ungefähr 300, 400 Punkte mitnehmen, dann ist es okay. Weniger wäre halt für die Punkte sehr, sehr schlecht. Da ist auch wieder Linden geht mit rein. In dieses Duell. Geht aber dann im... Oh, jetzt kreiselt er da rum. Okay, nee. Du hast gedacht, dass der Pass kam, gell? Tja. Oh, Linden. Linden hat die Scheibe noch. Dass man nur schießen, der schießen kann. Ich wollte es gerade sagen. Oh, hey, Duke. ...2-1. Spiel gedreht. Trevor Linden. Doppelpack. Wie Crosby im letzten Spiel. Trevor Linden heute. Weiß ich nicht. War vorhin Assist für Seagrass? Schon rausgefangen. Stark von Drysdale. Um Himmels Willen. Der weiß, was er spielt. Wir wissen, was wir spielen. Und dass er an die Scheibe rankommt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das weiß ich sicher. Price. Schade. Das 3-1 und dann haben wir einen Abbruch eigentlich schon incoming. ...3-1, Ovechkin.
Stark gespielt. Also 3 Tore, 270 Punkte plus 180 für eine Niederlage. Sollten wir dieses Ding wirklich noch hergeben, was durchaus möglich ist. Wie gesagt, wir haben ja gerade mal das erste Drittel. 400 Punkte haben wir schon mal sicher. 450 sogar, wenn ihr es genau wissen wollt. Siegis hat er Glück. Alle drei Tore bisher aus Kontersituationen heraus passiert. Für uns ist dreimal mit Glück die Scheibe weggenommen, zum Abschluss gekommen und dreimal getroffen. Lidström. Boah. Ja, das war so nicht geplant, der Pass. Definitiv nicht. Und wieder 2 auf 1 Konter. Habt ihr es gesehen? Fangen hinten die Scheibe ab, sofort 2 auf 1 Konter, weil er den letzten Verteidiger immer mit rauszieht. Oder mit in dem Moment eigentlich mit Richtung Tor zieht. Vier Schüsse, ein Tor. 9 Schüsse, 3 Tore. Heißt, dass beide im Moment wissen, was sie vom Tor machen und was sie vielleicht zu lassen haben vom Tor. Während die andere Seite aber eigentlich auch weiß, also eigentlich, Betonung auf eigentlich auch weiß, wie man verteidigt. Oh, da hat er Glück, dass... Oh, und wir haben Glück, dass es keine 2 Minuten gibt. Es war eine klare 2 Minuten Strafe von Turcotte. Das war... Da ging der Stock geradewegs, schleunigst durch die Beine. Turcotte wieder, wie? Wie Falschgeld? Wie Falschgeld? Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Seagrass, Turcotte, Seagrass. Scheibe geht nicht rein. Oh, es fehlt mir ein Schalt schon hinten. Stark gemacht von Karlsson. Wie das keine 2-Minuten-Strafe ist, weiß ich nicht. Das ist Paradebeispiel von Burns für 2 Minuten. Mit dem vorne rein. Mit Darlin. Burns, gut gemacht. Gut gelöst. Stark von Chytrin. Chytrin, wie immer ihn nennen wollt. Ja, dreht jetzt da ordentlich auf, das merkt man schon. Linden, jawohl, 4-1. Rutscht durch, wieder ein Konter hinten rausgespielt. Linden geht alleine. Und er hilft ein bisschen nach. Trevor Linden, Hattrick, by the way. Für Trevor Linden. Das wären wieder 2 Minuten eigentlich ein Penalty gewesen. Gut zieht sie nicht in dem Fall. Linden macht dafür die Bude. Rutscht Price dadurch. 4-1. 360 Punkte haben wir schon mal. Was nicht heißt, dass dieses Spiel so schnell gedreht werden kann hier.
Richards. Das ist ein Powerplay, ich wollte es gerade sagen. Also wenn es jetzt nicht gibt, wird es kritisch. Ja, klar, 2 Minuten. Ist dann nicht mal ansatzweise an der Scheibe dran. Geht nur in die Beine rein. Turcotte muss jetzt schauen, dass er irgendwie das Ding holt. Jawohl. Turcotte verpennt seinen Einsatz. Turcotte verpennt seinen Einsatz nochmal. Also der ist jetzt schon 2 Spiele in Folge. Das ist leider eigentlich Behinderung von Victor Hedman. Das heißt leider, es ist Behinderung. Ja doch, leider für uns, weil es eigentlich noch eine 2-Minuten-Strafe wäre. Wenn unser Besten leider vergessen, eine Scheibe aufnimmt. Was macht der denn? Was ist denn mit Turcotte los? Das kapiere ich ja mal überhaupt gar nicht, was mit dem geht. Jetzt mal ernsthaft. Was ist mit dem los? Oh. Sollte die Scheibe zu Karlsson zurücklegen, der komplett frei steht. Wo spielt er sie hin? Direkt zum Gegenspieler. Das ist natürlich auch nicht gerade das Goldene vom Ei. Trevor Linden. Tore, Trevor Linden! Ich wollte gerade sagen, da ist ein minimaler Weg frei. Probieren wir es einfach mal. 5-1. Trevor Linden. Boah! Was ist denn mit dem heute los? Geisteskranke Topform. Oh, McDavid. Ich wollte gerade sagen, da stand schon wieder Trevor Linden. Fünf-eins nach 40 Minuten. 4-mal Trevor Linden. Junge. Das Hattrick-Tor, ja, wenn wir noch ein bisschen länger gehen. Ja, gut, er rutscht durch. Lassen wir es einfach. Das ist gut so, wie es war. Er rutscht ihm durch. 3-1 und jetzt kommt hier. Ist 4-1. Hier das 5-1. Von Trevor Linden. Wer hat eigentlich das andere Tor von uns erzählt? Alex Ovechkin. Okay, Alex Ovechkin war das. Ja, hätte ich fast vergessen. Wahnsinn. Wahnsinniger Auftritt von ihm, muss ich jetzt einfach mal sagen an der Stelle. Aber ich muss es auch hinten sagen, Pekkarinne, soweit. Weil das eine Gegentor, ja, kann passieren. Ansonsten steht er wieder sicher. Bis jetzt. Hoffe, das bleibt doch so. Würde ich sehr genießen. Dass das so bleibt. Seagrass, endlich 6-1. Kommt durch. Um Price rum. Passt. Also,
keine Strafe zu geben, wenn jemand über beide Beine fällt? Ah, weiß ich nicht. Das sagt eigentlich mein Eishockey-Verständnis irgendwo. Warte mal, da hast du irgendwo einen Fehler drin. Trevor Zegras klaut die Scheibe. Nein, macht er nicht. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Trevor Linden, by the way, schon wieder auf dem Eis. Oh, schön rausgefangen. Muss man ihm jetzt auch mal lassen. Macht das schön. Schade. Scheibe rutscht Price wieder durch, also ganz, ganz unsicher, Carey Price. Ohne 2 Minuten Strafe kommen wir da an die Scheibe. Okay. Gut gemacht wiederum. Das muss Darlin. Drysdale. Dreiseitel, schade, Ovechkin. Stark, Darlin. Brutal. Und wieder geblockt. Also das, was wir jetzt an Schüssen blocken, ist aber auch anders. Dreiseitel. Einfach holt er mal die lange Schlägerhand raus. Na, oh, rutscht er durch meinen Schläger durch, Mana. Rune. Letang, Lidström. Oh, das darf nicht passieren. Also das sind immer noch die Sachen, wo ich sage, wenn er so weit weg vom Tor ist, ich weiß nicht, warum Rinne da bis zu ihm rauskommt. Bleib doch einfach hinten sitzen. Geh einfach mit, kein Problem. 2-5. Was macht McDavid denn da? Geh mal einfach mal auf Grundlinie mit, oder? Schauen wir einfach mal, was passiert. Walensky. Oh, McDavid, jetzt geht's los. Rinne, gute Parade. Ja! Passt. 2-6. Volle Punktzahl im dritten Spiel. Und Trevor Linden mit fucking 4 Toren. Mehrere Tore, 2. Jetzt stehen nur das nicht mal. 4. Es waren 4, nicht 2. 4.
Tore für Trevor Linden. Liebes Game. Damit schon bei 2580. Das heißt, wir brauchen noch 320 Punkte. 420 Punkte. Plus 11, 1725. Ja, gut, 75% Ding ist natürlich ärgerlich, klar. Aber das war eigentlich. Also das erste Tor ging schnell. Secret. Oh, da hat er schon Glück, dass ihm Price. Dass der da Price nicht durchrutscht. Hier. Wäre schon fast durchgerutscht. Macht Seagrass die Bude. Aber der ist halt schon eiskalt. Der ist halt schon wirklich eiskalt. Von Trevor Linden. Der ist halt schon wirklich eiskalt. Also das ist schon... Boah. Der ist schon rotzfrech. Muss ich einfach immer wieder sagen, wie er den macht. Zack, ins Kreuzig. Geil. Richtig schön in den Winkel rein. Generell, Trevor Linden. 4 Tore. Ja. Why not? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Sehr schön. 2 Spiele haben wir noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und vor. Wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund. Wir sehen uns.